wundert euch vielleicht, warum dieses Video in unserem Wohnzimmer anfängt mit Laptop. Das ist nicht so üblich bei uns. Normalerweise fangen Vlogs immer in den Parks an oder im Auto ab und zu auch mal. Aber bei diesem Vlog gibt es ein kleineres Problem. Mir ist da ein Missgeschick passiert, was mir noch nie passiert ist und was mich richtig, richtig, richtig doll geärgert hat. Und zwar habe ich leider an meiner Kamera, mit der ich jetzt schon seit 4 Jahren filme und es ist bisher immer alles mehr oder weniger gut gegangen, habe ich leider ein Rädchen um einen Klick verstellt und war dann in diesem S&Q-Modus, was ein Zeitlupen-Modus ist, wo es halt alles in Zeitlupe aufnimmt, was ja nicht so schlimm ist, denn man kann es schneller abspielen, aber es nimmt auch keinen Ton auf. Entsprechend ist das ganze Video unvertont. Yeah. Aber und es tut mir umso mehr leid, ja, weil der liebe Andy vom Yada Park hat uns eigentlich ein super cooles Interview gegeben und hat uns da die Bahn, den Ziegelblitz gezeigt und uns da durch den Wartebereich geführt und ganz viel Spannendes erklärt dazu, was wir jetzt leider so nicht wiedergeben können alles. Und ich hoffe, er ist uns nicht böse. Wir versuchen euch so ein bisschen wiederzugeben, was er uns da so gezeigt hat und versuchen euch das so ein bisschen wiederzugeben. Aber ja, großes Sorry auch nochmal an Andy und den Yada Park, dass wir richtig das jetzt unangenehm so nicht verwenden können. Mann. Tut uns wirklich sehr leid. Mann, er hat das so cool gemacht. Er ist wirklich so, ich habe noch zu ihm gesagt, so, boah, du machst es richtig professionell. Er war so, ja, und hier, ich zeige euch jetzt und komm mit und hier. Und war richtig enthusiastisch, hat uns auch eine richtig tolle Führung gegeben, auch ohne Kamera auch nochmal. Also, aber jetzt fangen wir mal an. Trotzdem, jetzt geht es um die Bahn. So, genau. Der Yada Park eröffnet nämlich eine neue Achterbahn und zwar den Ziegelblitz. Ich werde euch jetzt einfach ein bisschen was einblenden von allem, was ich gefilmt habe, weil das Bild kann man ja verwenden und wir werden so ein bisschen eine Art Voice-Over machen. Und natürlich gibt es ein Review zu dieser Bahn. Genau, wir sind zum Yada Park gefahren, ganz früh morgens. Und haben uns da eben mit dem Andy getroffen und der hat uns dann mitgenommen in den neuen Bereich. Denn um die neue Achterbahn gibt es auch einen, ja, es ist wie ein kleiner neuer Themenbereich, der heißt Lütjes Moor. Und ja, da hast du schon ein bisschen Storytelling drin, auch zu der Bahn. Es gibt sogar einen neuen Charakter dort. Genau, nämlich das Lütje, ne, heißt der genau. Neue das ist Charakter. Ja, das ist ja als Norddeutscher, wenn man dann der Lütje ist, dann ist man der Kleine. Ja. Das ist, ich glaube, Plattdeutsch, oder? Ist das? Ich glaube, ja. Ja. Der Ziegelblitz ist ein Gerstlauer Bobsled Coaster der neuesten Generation, würde ich sagen. Ein Custom Layout, also ein Layout nur speziell auf den Yada Park zugeschnitten und hat nur eine halbe wilde Mauskurve, ne? Ja, stimmt. Ja. Der Rest ist halt wirklich sehr kurvig und coole Drops. Und ja, hat ein paar coole Elemente drin tatsächlich, diese Achterbahn. Also sie sieht auch schon für diesen Park, wenn man so davor steht, schon sehr groß aus, finde ich. Also das ist eine ziemlich, ziemlich dolle Aufwertung von dem Yada Park jetzt. Ja, also es sieht wirklich, also der ganze Bereich, es war jetzt natürlich, wo wir da waren, noch nicht fertig. Auch im Wartebereich, deswegen können wir euch jetzt vom Wartebereich noch nicht so viel zeigen, nur so ein paar Einblicke. Wollen wir vielleicht mal kurz durch den Wartebereich gehen? Ja, wir zeigen euch das mal, genau. Gesehen haben, denn ja, es gibt, also ich glaube, keine richtige Pre-Show, aber schon so eine Art Pre-Show. Es gibt, ja, in der gesamten Warteschlange seid ihr eigentlich durchgehend entertained, genau, und werdet in diese Story eingeführt mit verschiedenen medialen Inhalten. Genau, und eben zu diesem Charakter, die Story dreht sich um diesen Charakter. Man muss dazu sagen, wir sind ja in einer alten Ziegelei. Das ist ja das grundlegende Thema erstmal. Genau, genau. Und da hat sich das Team vom Yada Park auch sehr viel an echten Materialien bedient. Und das sieht man halt auch. Ne? Das ganze Mauerwerk, was man da sieht, das ist nicht fake, das ist wirklich echte Ziegelsteine, die da aufgemauert wurden. Also finde ich schon sehr, sehr cool. Toller Ansatz, der hier angegangen wurde. Mhm. Und was man hier jetzt auch gerade sieht, ist mein Lieblingselement in der Bahn. Ah, diese Senke oder das danach? Beides. Also der Drop, die Senke und dann das, ja, Der Andy hat auch gesagt, dass diese Senke da, dass es so ein bisschen unter den Boden geht, das ist, glaube ich, auch sein Lieblingselement, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Und da hinten sieht man schon den Non-Inverted Immelmann. Das war mir vorher gar nicht so ein Begriff, ehrlich gesagt. Das habe ich irgendwie noch gar nie gehört. Nee. Ich habe jetzt gehört, dass wohl Voltron auch einen Ja, aber hat. weil, das wird ja noch, geht ja weiter über Kopf als das. Das geht ja, dieses Element geht ja gar nicht über Kopf. Nee, also es ist wirklich wie so ein sehr familienfreundlicher ja. Immelmann. Aber wenn man sich das ohne anguckt Überkopf. Für so einen Bobsled-Coaster, cool. Denkt man sich so, oh, das ist aber ganz schön steil da, ne? Auch der Drop in diese Senke, das ist schon nicht schlecht. Ja, und dann zu dem Thema Moor muss man auch sagen, dass die Achterbahn auf einem Gebiet gebaut wurde, wo es wirklich Moor gab. Also es war wirklich ein Moor und da gibt es diese Drainagerohre, für die, um das Wasser so ein bisschen aus dem Moor zu treiben, die da mal vor Jahren reingebaut wurden und die hat man aus dem Moor beim Abtragen, ne, damit man da was bauen kann, weil sonst versinkt ja die Achterbahn im Moor, wiederverwendet jetzt, also rausgenommen und wiederverwendet und als Thematisierung in dieser Ziegelei benutzt. Und das finde ich auch ziemlich cool. Genau. Das Upcycling ist so, hier. Sozusagen hier der Outdoor-Wartebereich, auch mit den Ziegelsteinen. Und dann gehen wir mal ein bisschen um die Bahn rum, denn wir befinden uns jetzt hier in der Aufnahme gerade sozusagen am Ende der Achterbahn. Ja, hinter dem letzten Blockbereich. Genau, da sieht man eben auch jetzt gerade, das sieht man während der Fahrt nicht so, das nimmt man nicht so wahr, aber wenn man sich es mal so von nahem anguckt, dann kann man da sehen, dass da eben auch Thematisierung ist, also dass ja. Da eben auch diese Thematisierungsmauer ist. Und vor allem überall liegen die und überall sind noch über diese Maurer-Arbeitssachen. Also sieht so aus, als würde der gerade noch beim Mauern sein eigentlich. Mhm. Und der Andy hat uns auch erklärt, dass man das so gebaut hat mit diesen Mauern. Da hat man so ein bisschen so eine Art Near-Miss-Effekt und es wirkt schneller. Ja, wie man durch einen Tunnel fährt, ne, genau. Dann wirkt es ja auch immer schneller und diesen Effekt hat man auch hier. Und das finde ich ziemlich cool, weil das ist ja gerade am Ende und da hat man eigentlich die beste Airtime in der Bahn und saust dann noch so durch diese Ziegelwände durch, sehr bodennah und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool auch. Hier sehen wir den Lift und der Lift, ich weiß nicht, ob es euch schon direkt auffällt, ach, man sieht es gar nicht so gut in dieser Aufnahme, aber wenn ihr mal genau hinschaut, dann könnt ihr erkennen, dass der Lift an sich keine Stützen hat. Also der ist nur oben einmal, ist auf so einem Stützenkonstrukt. Gerstlauer-mäßig halt. Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie bei Gerstlauer, das mir eingefallen ist, es ist ja Gerstlauer. Und es ist halt extra so bestellt worden. Aber das sieht gut aus, genau. Das sieht nicht so wirr aus wie bei Kernern. Das ist extra so bestellt worden, das sieht ja aus wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein Silo-Förderband oder so sieht es aus. Ne? Also ja. Als ob das so von der Fabrik da rausgeht. Und was man gemacht hat, ist, man hat quasi, Gerstlauer hat die Stützenkonstruktion als, wie soll man sagen, als Tunnel geliefert. Also die Rohre, die Stützen, die gehen quasi zwei unter der Schiene lang und dann nochmal, ja wie so ein Dach oben drauf, ne? Nochmal oben auch nochmal die Stützen. Also so eine komplette Stützenkonstruktion um die Schiene herum und dann hat eben der Yada Park die Blechwände noch drumherum gebaut. Und das soll auch so ein bisschen ein Eyecatcher sein. Das fügt sich so in die Skyline ein, eben dieser Lift, auch was Besonderes, dass eben dieser Lift so eingehaust ist. Wenn man oben so rausfährt aus dem Tunnel, man sieht ja vorher nichts von der Bahn wirklich, wenn man da mitfährt. Und dann guckt man raus und man sieht nur, wie die Schiene so nach unten geht und es nicht, hört nicht auf, weil die halt zur Seite wegfährt, ne, weil es eine Kurve ist. Man denkt, man fällt einfach ins Bodenlose. Aber das könnt ihr euch gleich mal angucken, denn wir haben ein On-Review für euch noch. Man muss da möchte ich noch mal dazu sagen, wir haben das On-Ride nur gefilmt ab dem Drop bis zur Schlussbremse. Was davor ist, das verraten wir euch nicht. Da gibt es nämlich dann noch mal etwas zu entdecken. Da gibt es sogar Sachen, die wir selber auch noch nicht gesehen haben. Ja. Ne? Das ist noch nicht alles fertig gewesen. Aber es war auch für uns während der Fahrt, wir wussten das auch nicht, dass das da drin ist. Und das hat uns dann doch sehr überrascht. Und das ist eine richtig, richtig tolle Idee. Also sehr, sehr innovativ. Ich weiß gar nicht, ob eine Gerstorf Bobsled sowas jemals schon mal drin hatte. Ich glaube nicht. Weil innen drin erwarten euch natürlich noch viel mehr Details, ne? Von der Warteschlange her, vom Storytelling her. Also wie gesagt, eben das ganze Storytelling, da ist jetzt ansatzweise was zu sehen gewesen schon, das ist noch nicht fertig gewesen, aber der Andy hat uns so viel über diese Story erzählt und hier kommt noch was und da wird noch was mit Projektion gemacht und
Also im Wartebereich, es passiert ich richtig glaube viel. Auch während ich der Fahrt. Muss auch sagen, mal schauen, wie der Park, also wie die dieses Projekt auch einfach auf ein Level gehoben haben, wo wirklich man sagen muss, okay, da kann jeder große Park, da können die mit jedem großen Park eigentlich mithalten, was die Warteschlange da angeht und auch den was die Station und alles, was danach passiert, angeht. Ich muss mal da kurz mal dazwischen sagen, wir sind jetzt nicht so extrem positiv, weil wir irgendwie eingekauft sind oder weil uns das so sehr leitet mit dem Video. Es hat uns wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Also wir haben wirklich nichts auszusetzen an dieser Bahn, sofern wir das jetzt in dem unfertigen Zustand beurteilen können. Und auch deswegen bin ich nochmal umso trauriger, dass es jetzt nicht so im Einsatz ist wieder. Aber wir machen nochmal ganz kurz einen Blick, werfen in den Photoshop, denn es gibt auch einen Photoshop. Stimmt, wo man sich ein Online-Foto kaufen kann, das ist ja auch immer sehr beliebt eigentlich. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Online-Video an. Da erinnere ich mich noch an ein süßes Detail, was er erzählt hat, dass das ja thematisiert ist auf diese Spinte. Und die haben dann, da machen sie so Namensschilder an die Spinte von den Mitarbeitern, die dann auch da dran gearbeitet haben. Also die haben ja ganz viel intern gemacht bei der Anlage, was die Thematisierung angeht und den Bau angeht. Mhm. Und das ist auch was Besonderes eigentlich an diesem Park und an diesem Projekt, dass, also normalerweise kommen ja Firmen und bauen die Achterbahn auf, die machen das einfach selber. Das finde ich schon sehr beeindruckend, dass man da auch so viel Kompetenz im Unternehmen hat. Ja, ich bin übrigens froh, dass du dich noch an so viel erinnern kannst, was der Andy erzählt hat, denn ich bin immer sehr konzentriert beim Film und gucke immer, dass alles passt und dass die Aufnahme am Ende gut ist, dass der Ton gut aufgenommen wird, gucke ich in Zukunft auch immer noch mal extra, dass ich mich gar nicht so richtig konzentrieren kann. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt mal ein On-Ride für euch mit Ton. Genau, das habe ich ja mit einer anderen Kamera gefilmt, logischerweise. Wollen wir beide On-Rides zeigen? Oder stimmt, wir haben einen Zusammenschnitt, einen, weil, ja. Genau, also ihr seht so ein bisschen was von der Fahrt, aber auch von uns, wie wir das fahren. Also viel Spaß damit. Wow. Das ist ganz schön hoch. War das On-Ride-Video. Sollen wir es eigentlich noch auch selber noch mal angucken, dass wir noch drauf reagieren? Ja, schau mal. Wir haben jetzt einfach direkt weiter. Wir gucken es uns erstmal noch kurz an und dann sagen wir noch was zum Schluss. So, haben wir noch mal kurz reingeguckt, habe gemerkt, habe mich doch noch sehr gut an die Fahrt erinnert. Die ist, so wie alle anderen Gerstlauer Bobsled-Bahnen, fährt die super sanft, finde ich. Ja, wie gesagt, nur eine wilde Mauskurve drin. Und der Andy meinte noch, er ist kein Fan davon, dann. Sein Vater wollte aber, glaube ich, eine da drin haben. Und dann haben sie sich auf die da geeinigt. Ja, aber die war ganz okay. Die hatte auch eine leichte Neigung. Also gar nicht leicht. Okay. Ja, ich glaube, viel sagen wir gar nicht mehr jetzt. Aber wir haben euch schon ein bisschen, das Review war schon ein bisschen im kompletten Video jetzt mit drin, wie uns das so gefällt da. Ja, die Bahn macht, glaube ich, offiziell am 28. April. Ein Tag nach Voltron. Genau. Und dazu muss man dann auch mal sagen, jetzt wird natürlich dieser Voltron-Hype über ganz Deutschland schwappen. Aber vergesst bitte nicht den Ziegelblitz, weil das ist ein echtes zweites Achterbahn-Highlight in Deutschland. Klar, es sind Gerstlauer Bobsled, aber in der Kombination als Paket mit Geschichte, Storytelling, Liebe zum Detail und dieser Bahn und den Effekten da drin. Also wirklich für die Größenordnung dieses Parks, man hat es schon gesehen mit, wie hieß die Bahn? Nicht nur für die Größenordnung des Parks, finde ich. Das müssen wir gar nicht dazu sagen. Die hieß Okavango River? Ja, genau. Genau, da hat es ja schon angefangen, hat man schon gemerkt, dass die echt doch was drauf. Also ich fand den Park vorher schon schön, aber auch da hat man schon mal gemerkt, okay, das entwickelt sich und jetzt ist, glaube ich, nochmal eine Schippe. Selbst wenn diese Bahn irgendwo in einem anderen Park stehen würde, was weiß ich, im Hansa-Park, das wäre ein Highlight.
Absolut, das ist richtig, ja. richtig cool und macht den Besuch im Yada Park wirklich, das lohnt sich noch mehr dadurch. Ich habe zu Andy gesagt, dass man richtig merkt, dass da richtig Liebe drin steckt in dem Projekt, dass da Leute dran sind, die Ahnung haben und die das einfach mit Leidenschaft machen. Ja. Das fasst, glaube ich, auch sehr gut zusammen. Absolut. So, also dann. Viel Spaß im Yada Park. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, trotz dass es ein bisschen anders als gewohnt war. Zukünftig kann ich nicht versprechen, dass ich nicht irgendwie einen anderen Mist baue. Sowas passiert halt leider. Ja, aber trotzdem vielen Dank an Andy und den Yada Park, dass wir die Möglichkeit hatten, dieses Video zu drehen, die Bahn zu testen schon mal. Und ja, habt viel Spaß damit. Wir freuen uns auch über eure Meinung dazu. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es dann gefahren seid, was eure Meinung dazu ist. Denn wir sind es noch ohne Showtech gefahren. Erzählt uns mal, wie die Bahn ist jetzt mit allem, wenn sie fertig ist. Genau, da sind wir da. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch mal cooler ist. Ja, so, also danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem anderen Video wieder aus einem Freizeitpark da. Tschüss! Thank you.